Hallo und herzlich willkommen beim beim Erntestress auf der Grünfelder Land. Wir haben noch dieses Feld, wir haben drüben theoretisch noch ein Feld. Da hinten werden schon unsere Ballen gepresst. Der Schneider fährt gerade drei Gäste zum Hof. Da hinten steht noch ein Traktor. Da schon, wird schon Mohn reingefüllt. Also wir sind gerade richtig am Gas geben. Da muss ich nur überlegen. Volker? Ja? Wie schnell darf man fahren vor dem Hof, weil da steht ein Blitzer? 50. Okay, passt. Einfach immer auf die Schilder achten. Kannst du mal gucken nach dem Sojapreis? Ja. Warte, das schaue ich kurz. Ich bin gerade auf dem Hof angekommen. Weil wir brauchen das Geld. Der Preis ist im Keller. Und bei Mohn? Lidl senkt immer mehr. Und bei dem Mohn kann ich auch mal. Wir müssen uns sputen, ey. Ich muss dann mal das Symbol suchen auf der Anzeige vom Silo. Rot. Jo. Rotes Blümchen. Ein rotes Blümchen. Ja, ziemlich weit hinten in der Mitte. Ach, da ist ja gerade nichts drin. Ja, dann bei Lidl geben sie ein bisschen. Wie viel? 1135. Das ist aber auch nicht so gut. Das bleibt. Und Gerste? Warte. Noch schlechter. 450 für 1000 Liter. Was anderes gibt's nicht. Wie was anderes? Ich dachte, ein höherer Preis gibt's nicht. Ah, nein. Schade. Ja, dann müssen wir gucken, wie wir es machen. Wahrscheinlich ernten jetzt alle Landwirte. Es ist ja Erntezeit und werden uns wahrscheinlich alle schon abliefern. Deshalb ist es nicht mehr so teuer. Ja. Ist halt so, wenn es warm ist im Sommer, dann geht's zur Sache. Ja. Hoffentlich kriegen wir es zeitlich hin. Das ist meine viel größere Sorge. Vor allem drüben mit dem Mohn. Dass das nicht hinhaut. Ah, da kommt ja schon mit Masse, kommt da an. Franz? Ja? Du kannst ja schon mal drüben auf dem anderen Feld die Ballen zusammentragen, wenn du willst. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ein Ballenspieß dran ist. Sag Bescheid, wenn du abfahren. Ja, wenn da vorne werde ich abtanken, dann passt's wieder. Ja. Kann das sein, dass wir noch einen Ballenspieß brauchen? Ist, glaube ich, nur eine Palettengabel dran. Glaubst du, packst es nicht? Was? Glaubst du durch Löcher die Palettengabel die Ballen nicht? Man muss mal gucken, ob es geht. Je nachdem, wenn du unten drunter fährst, dann passt's ja. Ja. Auf welchen Hänger?
Haben wir noch nicht. Erstmal nur ein Feld dran, dann haben wir es danach einfacher. Ja. Beziehungsweise können wir dann auch wieder ansehen. Ah, alles improvisieren hier, ey. Aber wir müssen irgendwas verkaufen. Ah, warte mal. Diesel. Yo, du, ich bin's. Du, kannst du mir 15.000 Euro leihen? 15.000? Mhm. Kriegst du nächste Woche wieder. Oder zumindest sobald ich unsere Ernte verkauft habe. Warte. Bitteschön. Subi, danke. Dann. Bitte. Dank dir. Gerne doch. Bis, also ich nächste Woche auf jeden Fall. Ja, kein Problem. Danke. Bitte. Ich wurde einfach so gesagt. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Neumi, du, der Diesel hat mir 15.000 geliehen. Achso. Also kann. Können wir das irgendwie durchziehen? Oh, das. Ist. Marlon, leitest perfekt. Du mir den gleich mal weiter? Ja, mein Mitarbeiter will auch noch was. Ja, ja, dann komm in Funk runter. Jo, was los? Jetzt das nächste Feld dann direkt, ne? Ja, da wo ich gerade am Gange bin. Okay, gute Nacht. Danke. Wie viele Ballen kamen bisher rum? Ja, das kann ich mir jetzt nicht so genau sagen. Okay. Wissen Sie inzwischen, wonach das berechnet wird? Da müssen Sie meinen Chef fragen, der ist für die Finanzen zuständig. Komm, das können Sie doch auch. Also, ich mach das nicht so. Ja, machen Sie mir einen guten Preis. Ja, das kann ich Ihnen gleich sagen. Dann ruf ich nochmal an. Ja. Ja, dann bis später. Bis später, Peter. Ja. Mist, ich dachte, der verplappert sich jetzt und macht mir einen sehr günstigen Preis. Aber. Das war nichts. Und? Wie läuft's? Ja, ganz gut. Okay. Sorry. Der ist jetzt drüben im Feld schon fertig, hat er gerade gesagt. Mit Pressen. Sitz quietscht ein bisschen in meinem Muff. Der Sitz? Ja, mei, was erwartest du vom Oldtimer? Bisschen, ja. Hm. Fällt gerade ein, wir hätten auch noch einen Telelader. Wäre wahrscheinlich praktischer gewesen. Ja, der gedanklich schon fast, weil er nicht so viel lenkt. Ah, okay. Alter! Jo, was los? Also, es wäre jetzt 5.500 für beide Fördertreffen. 5.5? Jo, inklusive Steuern. Jo, passt. Jo. Rechnung schickt er ja noch, oder? Das machen wir. Gut. Jo, dann bis später. Bis später. Der Anhänger müsste auch demnächst nochmal kommen. Ja. Der Diesel hat uns 15.000 Euro geliehen. Ah, das ist nett. Ja, ich dachte, ich frag den mal. Ich meine, ich habe für den letzte Woche gedroschen. Sonst wäre sein Feld vergammelt. Ach so. Es war. Bis tief in die Nacht habe ich gedroschen, ey. Hm. Gerade noch so geschafft. Ah, warte mal, wie viel habe ich denn hier schon wieder drin? 5.000, 6.000.
Käffchen aus der Thermoskanne. Nichts Besseres. Ja. Hab ich leider. Hast du vergessen? Ja. Oh, aber nicht einschlafen. Nein, nein. Wenn du den ganzen Tag hier auf dem Bock sitzt, dann bist du froh, wenn du so ein Ding hast. Ja, das glaube ich. Cola wirkt leider nicht mehr. Tja. So. Bei der Metzgerei bräuchte es dann halt auch wahrscheinlich einen Frontlader mit Palettengabel oder so etwas. Also entweder den MF oder den Telelader, aber ich denke, den brauchst du bei diesem Sägewerk drüben und alles. Also, ich denke, den Telelader lassen wir beim Sägewerk. Ja. Aber mal gucken, wenn's gut anläuft, dann holen wir uns noch irgendwas mit Gabel. Ja. Keine Ahnung, irgendwas Kleines. Und wenn es ein Gabelstapler ist. Ja, das würde eigentlich auch reichen. Aber diese Gabelstapler sind teuer, glaube ich. Ja. Für 30.000 musst du mindestens hinblättern, glaube ich. Ha, aber der ist dann erstmal ohne Wartung. Das stimmt. Oder wir kriegen irgendwo einen gebrauchten alten Trecker oder so. Ja. Oder wobei, warte mal. Wir können eigentlich... Ne, wir haben genug. Der John Deere hat doch auch... Da habe ich doch, glaube ich, auch einen Frontlader, eine Gabel dran. Stimmt. Aber der hat ja einen Frontlader. Ja. Wenn wir dann immer mit dem John Deere halt zur Metzgerei fahren, wenn wir da was brauchen, dann passt's ja. Ja. Ich glaube, ich bin hier bald durch. Dann tanke ich ab und dann helfe ich drüben noch beim anderen Feld, dass uns das nicht kaputt geht. Ey, das wäre dann eine richtig erfolgreiche Woche. Von den Kosten, von der Effizienz her. Ja. Weil so viel haben wir in einer Woche dann noch nie geschafft. Nächste Woche müssen wir uns dann wieder ein bisschen mehr um die Produktion kümmern. Ja. Brauchen auf jeden Fall Holzkohle, braucht glaube ich wieder Hackschnitzel und so Zeug. Ich meine, wenn die Preise gut sind, würde ich fast sagen, dann hauen wir uns auch, gucken wir, dass wir vielleicht einen Wald kriegen oder so. Ja. Aber wäre es für dich dann okay, wenn wir dann die Metzgerei hätten, dass ich mich dann nur mal so mehr um die Metzgerei kümmere und um den Hof ein bisschen? Also beim Hof sind ja beide dann. Nee. Weil dann, dass ich nicht mehr so muss mit der Ding. Ja, musst halt gucken. Ich meine, wenn du dann Paletten brauchst, dann musst du die halt dran karren. Ja, gut, das stimmt. Wenn du das auch machst, dann soll mir das recht sein. Ah, ja. Muss mal halt gucken, dass wir nicht alles in die eigene Produktion hauen, sondern auch noch ein bisschen was übrig haben dann für den Verkauf. Ah ja. Aber ich denke, im Moment haben wir damit kein Problem. Soll ich abfahren? Nö, bin gleich fertig. Okay. Kannst weitermachen, dann tanke ich über, dann kannst du wegfahren. Ja. So. Aber der ist auch schon gut da drüben dabei. Sehe ich gerade. Der MF, wenn der kein Gewicht hätte, würde das gerade nicht so funktionieren. Mit zwei Ballen vorne drauf. Komm gerade mal rüber, ich muss mal ein Foto für Instagram machen. Ja, gute alte Technik, ne? Ja.
So, halt mal an. Bisschen einlenken, dann schaut's Kohle raus. Ja, warte, da muss ich aber von der anderen Seite. Subi. Gut. Ja, das Gewicht war notwendig, auch für die Paletten, ey. Ja, weil schau, wenn ich jetzt bremse. Ja. Gut. Geh ich mal weiter dreschen. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Eine Folge Dreschen haben wir noch. Das ist morgen. Wenn es euch gefällt, schaut gerne wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.